Hallo miteinander, Irrt hier. Heute möchte ich euch ein wenig Titanfall Gameplay zeigen. Die Beta ist ja heute auf dem PC gestartet. Und ja, ohne große Schwafel legen wir einfach mal los. Erstmal das Tutorial machen. Ich habe bisher noch keine Minute gespielt, außer das Training angefangen, um den PC ein bisschen zu konfigurieren. Weiß auch von dem Spiel persönlich relativ wenig, außer dass es ziemlich gehypt wird und dass man Titans benutzen kann. Lass uns mal überraschen, wie es abgeht. In den Trailer und den Videos, die es bisher gab, sah es ja nach einem sehr, sehr schnellen Spiel und sehr agilen Spiel aus, mit Doppelsprung, Wandlauf und so weiter. Was ich persönlich sehr begrüße, muss ich sagen, weil ich vermisse in den aktuellen Shootern dieses richtig schnelle Gameplay. Die meisten aktuellen Shooter kommen mir sehr langsam vor. Deswegen hoffe ich, dass Titanfall so ein bisschen Auflockerung bringt. Und ja, wäre da richtig schön, ist ein bisschen Oldschool-Feeling, vielleicht wie Quake oder UT damals, wo man noch über die Maps gerast ist wie ein Bescheuert. Und halt mal gucken, was die namensgebenden Titans ausmachen. Hoffen wir, dass die wirklich Spaß machen, die Dinger. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Mal gucken, was Tori uns heute erzählt. So, gehen wir das Tutorial einfach durch. Ich meine, auch wenn es wahrscheinlich das typische Idioten-Tutorial mit oh, so läufst du und so springst du ist. Aber mal sehen, was ich bin da so auf Lager hat. Training pod is authorized. Welcome, pilot. To calibrate the AR display, please look at each of the red lights. Jo, ich kann auf Lichter gucken. Would you like to reverse the vertical look input? Nein. Visual calibration complete. Simulator initializing. You are free to move around the simulation. Okay. Please walk through the tunnel in front of you. Sprint through the tunnel. Jump over the obstacle. Whoa. For greater distance, jump while sprinting. Jump toward the edge of a surface to pull yourself up. Wallrunning, jetzt könnte es interessant werden. As a pilot, your most important piece of gear is your jump kit, which allows you to run on walls. Wall run across the gap to proceed. Ah, okay. Wall runs can be chained together to travel farther. Try jumping from one wall run directly into another. Das ist cool. Das hat mir gefehlt in den letzten Jahren, solche Sachen bei Spielen. Aber doch mal. Yeah. Well done. Beform wall run, okay. Use sprinting, jumping and wall running to make your way to the exit. Requirements met. Okay, das ist schon mal ziemlich cool. Erinnere mich an die guten alten Quake-Zeiten irgendwie. Your natural jumping ability. You can jump once more after leaving the ground. Erinnere mich an diese, wie hieß es? Ich glaube, Defrag nannte ich das damals, diese ganzen coolen Videos, wo die Leute mit der durch Strafe-Jumping und der Plasma-Gun durch die Gegend gesprungen. Das war cool. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Use wall running and double jumping to make your way to the exit. Okay, wo ist denn der Ausgang? Excellent navigational skills, pilot. Okay, das war jetzt nicht wirklich schwer. Aber gut, wenn das Spiel sagt, ich wäre exzellent, weil ich das kann, ist in Ordnung. Cloaking, making yourself nearly invisible, is essential to pilot survival. Ah, ich habe schon gefragt in den Videos, wie das aufgebaut ist mit Cooldown oder Ressourcen, aber man hat anscheinend einfach einen Timer da unten. Cloaking does not last forever.
Ah, okay, man kann es auch nicht canceln und dann lädt es sich wieder auf. Okay, das ist cool. Ich dachte, man könnte es anmachen, ausmachen, hätte irgendwie nur Ressource oder ein Cooldown in eine Richtung, aber das ist eigentlich ganz nett. In closed quarters situations, you can kill silently with a melee attack. Get close to the target to melee. If you melee an opponent from behind, you will perform an execution. Meleeing an enemy from the front can be faster, but carries more risk of death. Logisch irgendwie. To continue, please pull your weapon. The weapon is empty. Load a fresh magazine. This is the smart pistol, an auto-targeting weapon. Get close enough to a valid target, and the smart pistol will start locking on. Wait for a full lock before pulling the trigger. Use your smart pistol to neutralize the target. Target eliminated. Okay. The smart pistol can lock on to more than one target. Okay. Eliminate all of the targets with your smart pistol. Targets neutralized. Okay, das klingt jetzt etwas sinnlos, aber ist gut. Lass mich überraschen, wie das Spiel funktioniert. Especially pilots require multiple locks to kill with one trigger pull. Kill the pilot with your smart pistol. Target down. Ah, das andere war wahrscheinlich diese scheiß Grunts und das Spieler also mehr als 3 Schüsse benötigen, also ein paar Sekunden länger brauchen. Auch wenn ich auch nichts von Auto-Target-Weapons halte, aber okay. Mal gucken, wie das Spiel nachher funktioniert. Lass mich gerne mal positiv überraschen in dem Fall. Switch to your rifle. To take a more calculated shot, you can aim down the sights of your weapon. Destroy all of the targets in the shooting range. All targets eliminated without a magazine swap. Your ammunition conservation has been noted. Danke. Throw a grenade into each of the windows. Ah, shit. Nee. Well done. Pilot combat scenario. Combat scenario initialized. Destroy all opposition in the area. Your mini-map is located in the upper left corner of your AR display. Look for the small dots on your mini-map to find all the enemy troops. Okay, das ist ein MG, so wie es aussieht, oder eine Art MG. Okay, die Waffen fühlen sich sehr straight an irgendwie. Rückstoß scheint es auch sehr wenig zu geben. Kommt mir zumindest so vor. Micro Missile Launcher, okay. Ein normaler Rocket Launcher, aber egal. Minimal damage sustained during live fire exercise. Well done. Combat scenario initialized. Hostile Titanfall imminent. Titans will not take substantial damage from small arms fire. Switch to your anti-Titan weapon. Destroy the Titan with your anti-Titan weapon. For this certification, death simulation has been disabled. Super. As a pilot, when your view screen tints red, you are close to death. Avoid taking damage for a short time, and your health will restabilize. Once the red tint on your screen fades away, you have fully recovered. Good job. Taking on a Titan is very dangerous. Warum ist der jetzt kaputt gegangen? Okay. Ich will einfach mal hin, dass es passiert ist. Pilots earn credit towards their next Titan drop by engaging in combat. Once your Titan is built, you can drop your Titan onto the battlefield.
To continue, please initiate Titanfall. Look to the sky to watch your Titan fall into battle. Get close to your Titan to mount up. Titans are designed to be a natural extension of the pilot. Firing your Titan's primary weapon is as easy as firing a pilot weapon. Kill the hostiles arriving in drop pods. Okay, ich habe das Gefühl, dass im Titan irgendwie ein bisschen mehr wackelt als zu Fuß, was das Ziel noch ein bisschen schwerer macht. Und der Titan ist auch im Sprint merklich langsamer als ein Soldat. Nicht weniger agil direkt, aber langsamer auf jeden Fall. Und auch andere Waffen. Okay, im Gegensatz zu normalen Soldaten kannst du auch schießen, während man sprintet, was ganz cool ist. Titans can dash laterally to perform fast directional changes. To proceed, please dash in any direction you like. The dash meter is located beneath the crosshair on the Titan cockpit display. Each blue box represents one dash. Dash backwards. Good job. Please proceed to the exit. Titans frequently dash to avoid threats in combat. Move down the hallway while avoiding the rockets. Shield. To defend against ranged threats, Titans can be equipped with the Vortex Shield. This weapon absorbs incoming ballistics for a limited time, then refires them. Okay. Well, das gefällt mir. Wieder platt getrampelt. Man kann die Beine ja gar nicht sehen. Schade. Das wäre cool gewesen. Wenn man sehen kann, wie die Füße auf die Typen rumstapfen. Skilled pilots often disembark from their Titans on the battlefield. To continue, disembark from your Titan. Head into the control room to open the gate for your Titan. Das nennt man hacken neuerdings? Ein Messer reinstecken? Okay. Pilots can control their Titan's AI when they are on foot. The AI can be toggled to follow you or guard its current location. The lower right corner of your pilot HUD displays your Titan's current AI mode. Put your Titan into follow mode and it will follow you through the gate. When your Titan is in follow mode, it will try to stay close to your position. Get close to your Titan and re-embark. Haha, geil, ich hab's gerade in Luft abgefangen. Cool. Titans also carry offhand weapons into combat. These weapons can be fired at times when primary weapons are unavailable, which enhances your Titan's combat effectiveness. Your Titan has been equipped with the rocket salvo. Try firing your rocket salvo now.
Be sure to deploy offhand weapons to maximize your firepower in combat. Prepare for your final combat test. Try to use all of the skills you have learned. Enemy Titan shields temporarily disabled. Prepare for the next wave. Okay, das mit diesem Vortex-Schild, das ist schon ziemlich geil irgendwie. Next wave incoming. Be advised. Enemy Titans may now appear with more advanced weapons. Wollte der mich gerade im Melee hauen? Kam mir zumindest so vor. Haha, tatsächlich! Prepare for the next wave. Next wave incoming. Enemy Titan shields online. Use caution. Titan has a shield that deflects incoming damage. Your shield bar wraps above the health bar at the top center of your HUD. If you avoid taking damage for a short time, your shields will recharge. The best pilots will monitor their Titan's shields in combat, taking breaks to recharge as necessary. Your Titan's health bar status is located at the top center of your HUD. Notice that when your health bar goes down, it will not replenish. Once your health bar is depleted, your Titan is doomed to die shortly. Okay, ich vermute mal, diese rot markierten Zonen sind wahrscheinlich Schwachpunkte, wie zum Beispiel ein Tank oder Cockpit-Kanzel oder so ein Zeug. Mit dem man den schnell zerblasen kann, den Titan, genau. Feststellung, Raketen abfangen und zurückschmeißen macht Spaß. Survived. Prepare for the next wave. Noch einer? Next wave incoming. Enemy Titans will now be equipped with the Vortex Shield. Die Dinger sind super agil. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Dinger super. Wow. Combat veterans refer to this as doomed state. Your Titan will inevitably self-destruct once it is doomed. In this simulation, you will have infinite time to eject. This will not be the case in actual combat. When you eject, you can use the higher vantage point to plan your next move. Excellent. Your pilot combat certification is complete. Wenn es wirklich im Leben so einfach wäre, an Titan ranzukommen. Oh.
Okay. For your safety, please stay in the training pod to regain your equilibrium. All hands, listen up. We're 5 minutes out from Horizon Station. Pilot, this is your stop. You got 10 minutes to collect your gear and get off my boat. Welcome to the frontier. Okay, das war der erste Teil. Ich denke mal. Ja. Gut, dann werde ich mal in das Ganze reinstürzen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich mich in den Multiplayer reinstürze. Bis dann.